In LEGO Fortnite ist so einiges passiert. Ich möchte euch hier noch ein paar Sachen schnell noch mitteilen, gleich zu Beginn. Für die Leute, die den sogenannten Glitch für diese Items, die irgendwie kaputt gingen, benutzt haben, die können das nicht mehr benutzen. Da gab es nämlich so einen Glitch, dass man dann nachher wieder volle, wie soll ich sagen, Ausdauer oder die volle Kraft der Items dann nachher wieder zur Verfügung hatte. Ich habe den Glitch eigentlich nicht benutzt. Wollte es zwar auch mal testen, aber es gab dann später, gab es dann auch irgendwelche Leute, irgendwie noch andere Glitches oder halt in der Richtung irgendwas ausprobiert haben und dann gab es auch eine gewisse Bannwelle und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Na, einfach so als Info. Wie ihr so schön sehen könnt, bin ich hier mit Leonardo unterwegs. Der ist jetzt auch neu hier. Ich werde mir jetzt hier dann auch ein Turtle House, werde ich mir dann nachher erstellen und so. Also herstellen und ja, ist ja cool hier, ne? Ich weiß nicht, habt ihr auch irgendeinen Favoriten, Turtle oder so? Wir werden heute hier noch ein wenig da weitermachen. Da haben wir das letzte Mal hier schön alles da ein bisschen so gemacht, ne? Ist auch cool. Ich weiß auch gar nicht, weiß jemand eigentlich auch, wie man die Waffe da eigentlich wegsteckt? Ohne dass ich da ohne Waffe da rumlaufe. Oder läuft man da hier die ganze Zeit mit irgendwas hier irgendwie herum? Oder muss man auf ein freies Feld gehen? Ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz. Oh, wir haben da vorne irgendwas glitzern. Also ist es eigentlich jeden Tag so eigentlich, dass hier irgendwas schimmert. Jetzt mal nachschauen, was jetzt da oben mich da erwartet. So. Das geht, glaube ich, immer wieder an den gleichen Platz, oder nicht? Hey, das ist ein Fortnite-Lama. Hallo? Oh, es ist genau hier gestoppt. Oh, hätte ich das vielleicht noch streichen müssen? Moment mal, Kleiner. Hallo? Hallo? Ja, jetzt habe ich es zuerst angegriffen. Das letzte Mal habe ich das hier eigentlich nicht gekillt. Hätte mir das vielleicht noch was gedroppt? Jetzt war dann dieser Granit hier. Okay. Okay, die Wölfe sind anscheinend hier auch aufgetaucht. Und dann gleich immer da schnell fertig hier. Oh, okay, krass, krass, krass. Da muss man natürlich auch wieder aufpassen. Aber ich habe zum Glück so einen coolen Mithelfer, der hier anscheinend gar nicht groß angegriffen wird. Ist eigentlich auch noch speziell. Meine Spinnen sind auch hier wieder am Start. So, ja. Und meine Waffe, mein Werkzeug ist auch kaputt. Okay, krasse. Was für ein Starte, was für ein Starte. Lauen schon die ersten Gefahren. Eine Truhe haben wir auch noch mit ein paar Sachen drin. Boah, schaut euch mal an, wie stark der ist, ey. Nehmt eine ganze Kiste hier. Sehr heftig, ey. Wir werden auch mal so eine kleine Truhe erstellen, aber ich brauche erstmal noch 6 Planken dafür. Oh je, ich kann meine Maschine nicht benutzen. Kann nicht im Regen benutzt werden. Muss ich jetzt wirklich warten? Oder muss ich da einfach ein Dach dafür erstellen? Es gibt hier übrigens noch einen kleinen Gameplay-Trick. Wenn ihr am Erfrieren seid, dann könnt ihr einfach Steuerkreuz nach oben tun. Und dann könnt ihr hier auf diese Fackel auch klicken. Weitere Aktion. Und dann, ja, jetzt sieht man es gerade nicht, weil ich es schon ausgerüstet habe. Also hier zum Beispiel die Fackel. Drückt man hier die Taste X und dann steht hier zur Nebenhand wechseln, also für die zweite Hand. Und dann ist sie da so da hinten erschienen, auf der rechten Seite, ist sowieso hier getrennt. Und das Coole ist, jetzt habe ich in der Hand die Fackel und gleichzeitig noch die Axt. Also das heißt, wenn ich hier Sachen suche oder so, und normalerweise hier eigentlich in diesem Bereich kalt habe, habe ich jetzt eigentlich nicht mehr kalt. Aber doch, ich habe hier auch noch kalt. Außer das ist irgendwie so ein Bereich. Vorher war ich eigentlich auch da oben und hatte eigentlich keinen Kalt. Das ist eigentlich ein bisschen merkwürdig ist. Das ist vielleicht hier irgendwie so ein Bereich da oben ist, wo man einfach allgemein friert. Das heißt, da müssen wir irgendwie weggehen oder irgendwie was anderes finden, dass wir hier weniger frieren. Aber immerhin habe ich hier eine Fackel in der Hand und gleichzeitig noch eine Axt. Und das Geile ist, man kann das sogar hier auch mit Zettel, kann man hier sogar das Zeug hier auch werfen. Man kann sie aber nicht irgendwie so einzeln hinstellen, was ich irgendwie noch merkwürdig finde, so ablegen oder so. Man kann sie nur irgendwie rumwerfen. Jetzt können wir eigentlich durch das Holz, was ich jetzt da gesammelt habe, wieder ein paar Planken da stellen. So, wir machen mal einen Test mit dieser Truhe. Und die stellen wir jetzt einfach mal hier hin, zum gucken, was da nachher passiert. So, und jetzt wenn ich die da öffne, dann habe ich da eigentlich wieder ein Lager auf der linken Seite. Also das ist ein bisschen so mein Lager, wenn ich da irgendwie so volle Sachen oder so habe.
wo ich vielleicht gerade nicht brauche, dann könnte man das Ganze hier eigentlich dann ein bisschen deponieren. So dass man dann auch eigentlich wieder ein bisschen Platz hat. Ich weiß gar nicht, was diese ganzen Knochen sind. Vielleicht habe ich hier irgendwie so überflüssiges Zeugs oder so hier auch dabei. Ist echt ein bisschen schräg hier. Die Frage ist, wenn ich mir jetzt wieder eine Truhe bastle, habe ich jetzt nachher nochmal 10 oder ist das geteilt? Das ist die Frage. Ich denke, es gibt sicherlich später noch größere Truhen, weil das ist eine kleine Truhe. Aber wir werden das mal anschauen. Ich hoffe, ich komme da nachher dann auch noch da irgendwie da nachher dahin. Also einfach mal so noch. Sag mal. Ja, also das heißt, man kann so sein Inventar hier auch ein bisschen vergrößern. In eine Truhe kann man vielleicht so ein bisschen Gemüse reintun oder sonst irgendetwas, was man da eher weniger braucht. Und in das andere kann man da vielleicht ein bisschen Materialien, irgendwie da Holz oder so, da reintun. Dann kann man das ein bisschen aufteilen. Oder in eine vielleicht noch unterschiedliche Werkzeuge. Dann hat man das wirklich sehr gut auch sortiert. Der Kleine hat ja auch irgendeinen Wunsch. Was ist denn hier los? Hallo? Was ist das hier? Was für ein wunderbares Team? Ja, sind wir... Oh, irgendwas mit dem Sturm war jetzt... Irgendwie, was wollte er noch? Da ist schon wieder dieses Symbol. Irgendwas mit dem Schirm oder so. Was möchte er da? Du bist es und ich bin hier. Ja, was möchte er die ganze Zeit? Hier draußen ist dieser Sturm. Es ist nicht sicher. Wir müssen nach drinnen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich über diesem Sturm einfach so hier warten kann oder so. Weil irgendwie kommt es mir vor, als wäre der Blitz auf uns. Schaut euch das mal an. Hier haben wir, glaube ich, schon einen Schutz darunter. Er sagt das immer wieder irgendwie. Ich frage mich, was passiert, wenn man vom Blitz getroffen wird hier. Hat sich schon mal erwischt? Ist noch heftig. Da vorne ist auch jemand Neues. Die war doch auch schon mal da zünden, die hier. Dieses Dorf sieht ja schon gut aus. Ja, aber die bleibt ja nicht da, oder? Die bleibt ja nicht da. Ich muss mich schon seit Ewigkeiten mit Ungetümen herumschlagen und in das Dorf niederlassen. Ja. Lebe in meinem Dorf? Hä? Ein Fleckchen füllen nur für mich? Das klingt nett. Okay, cool. Aber dein Dorf erfüllt meine Anforderungen. Ja, eben, seht ihr. Anscheinend kann ich nicht leben, weil dein Dorf zu... Weil dein Dorf zu bewohnt ist. Wenn du das... Ja, eben, ich muss das Dorflevel zuerst erhöhen. Ja gut, 10 Planken schnell herzustellen, das geht schnell. Dann machen wir das doch schnell. Ja, hier auf der rechten Seite, da ist es klar. Seht ihr da auf der rechten Seite? Hier steht, neue Dorfbewohner-Slot. Das ist der zweite Slot. Hier auf der linken Seite, da wo der andere auf der linken Seite ist. Das heißt, wenn ich das nächste Dorflevel erziele, dann komme ich... Dann bekomme ich auch noch andere Sachen hier auf der rechten Seite. Genau, Küchenmöbel, Blockhütte. Cool, und noch ein Geschenk. Das heißt, ich muss auf Level 3 schnell kommen, um hier noch einen einzuladen. Dann würde ich mal sagen, machen wir doch das gleich. Weil eigentlich habe ich jetzt alles. Seht ihr, 10 von 10. Alles jetzt hier gecraftet, was ich habe. Und jetzt werten wir das auf. Grasland Level 3. Also irgendwie könnte man das eigentlich mega schnell machen, aber ich mache da anscheinend ein bisschen was anderes noch nebenbei. Gut, ich bin ja hier neu eigentlich, aber cool. Jetzt könnte ich den anderen da einladen, wenn ich ihn noch finden würde. Da vorne läuft jemand rum. Ah, du willst gleich hier einziehen? Ja, gefällt's dir hier? So, jetzt mal schauen, was jetzt sagt. Ich bin besonders kalt. Solche, ja. Ich lebe in meinem Dorf. Nein! Komm nochmal. Ey, was ist los? Komm. Komm. Was ist los? Wieso kann ich jetzt nicht mehr mit dir reden? Oh mein Gott, da hinten. Nee, was ist das hier für ein Kampf, ey? Ja. Das ist manchmal... Was läuft? Der geht jetzt schon ins Bett hier. So, also nochmal. Lebe in meinem Dorf. Ja. Ja. So, Zündi lebt bei mir. Ich werde mein neues Bett suchen. Fühl dich wie zu Hause. Ja, das ist ja schon dein Bett. Das ist schon selbst da reingelaufen. Okay, das ist also dein Bett. Meine Katze hat anscheinend jetzt kein Bett mehr, weil ich das mal zerstört habe. Aber ich glaube, man kann die Bewohner kommen, glaube ich, auch wieder feuern oder so. Was ist los mit dir? Unterstützer wegschicken. Seht ihr, ich könnte ihn wegschicken und dann auch später einen neuen dazu senden. Aber ich lasse es jetzt mal, bis jemand Neues kommt oder so. Vielleicht kommt irgendjemand, der mir gefällt. Jetzt können wir auch mal gucken, was wir hier noch machen können hier. Seht ihr, das ist der zweite Slot dort oben beim Haus vergeben. Jetzt bin ich ja Level 3 geworden. Und jetzt gibt es ja auch wieder neues Zeugs, das man hier herstellen muss, um das Dorf wieder aufzuwerten, um wieder Neues herzustellen zu können. Hier brauche ich zum Beispiel...
ein paar andere Sachen, eine Knorrwurzel, eine Planke, Dorfbewertung, erhöhe die Dorfbewertung, wenn du ein Dorf ausbaust, also das Dorf ausbauen, krass. Okay. Hier steht auch bei dieser Knorrwurzel ein robustes Holz, das in Höhlen vorkommt. Vielleicht hat sie noch einen Vorschlag gerade noch. Jede Realität ist ja klasse. Dieser Ort ist so inspirierend, dass ich mir unbedingt eine Arbeit suchen will. Verrate mir, was ich für dich tun kann. Ah! Lass uns über Jobs reden. Was kann ich machen? Hilf dem Dorf! Ich habe im Moment nichts zu tun. Ich würde gerne bei etwas helfen. Ressourcenjobs. Cool. Verarbeite Holz, sammle Ressourcen. Oh mein Gott. Sammle Ressourcen. Oh, ich würde gerne die umliegenden Biome nach Ressourcen absuchen, die wir zu neuen Sachen recyceln können. Gut. Hey, aber sammelt jetzt einfach das Zeug sein, was da rumsteht noch irgendwie, oder geht ihr auch auf die Suche? Sorge einfach dafür, dass ich meine Werkbank, aber dass ich eine, da hinten ist ja eine. Oder möchte er selbst eine haben, oder sie, der meine Werkzeuge herstellen kann, und ich kümmere mich um alles, während du weg bist. Mega krass. Eine Werkbank, da machen wir dir eine Werkbank noch. Ich werde die Erkundung noch ungefähr einen Tag brauchen, um etwas Nützliches zu finden. Okay. Oh mein Gott, die geht sicherlich nach einem Tag dann noch auf die Jagd. Oder hier. Ha! Ha! Okay. Spannendes Spiel, was hier abgeht gerade. Nice. Ich brauche mehr Leute in meinem Dorf. Sonst geht das 100 Jahre her. Ist auch noch krass, redet hier auch noch was, wenn es noch weitere Universen gibt. Ich glaube, ich muss bei mir zu Hause ein wenig umbauen. Dieses Teil hier, dieses Gerüst, wo ich hier habe, das ist einfach irgendwie nicht so, was ich hier brauche. Ich brauche irgendwas Besseres. Ist noch lustig, man kann einfach die Vorderseite wegnehmen und dann steht es einfach noch so weiter hier. In der Zwischenzeit hat er irgendwie Sachen da gefunden. Nimm die Ressourcen, die du brauchst. Ich habe genug Seide erhalten oder Weizen erhalten. Okay, interessant. Jetzt kann ich dem auch noch sagen, hilf dem Dorf. Ich habe im Moment nichts zu tun. Ressourcenjob, das ist okay, gut, das ist dasselbe wie davor. Ah, aber hier steht zum Beispiel, verarbeitet Holz. Oder verarbeitet Stein. Noch was anderes, was ist hier noch? Ah, da komme ich da wieder zurück, okay. Verarbeitet Holz machen wir jetzt mal bei dem. Alles klar, ich bin bereit, ein paar Bäume zu trimmen. Okay. Okay, cool. Also in dieser Folge haben wir wieder das Haus. Oh, da ist wieder jemand Neues. Aber ich brauche erst eine neue Aufwertung. Also in dieser Folge haben wir ja eigentlich das Dorf auf Level 3 gemacht. Wir werden das nächste Mal in der nächsten Folge, werden wir dann nachher noch schauen, wegen der nächsten Aufwertung, wegen dieser Knorrwurzel. Ihr müsst mir das nicht in die Kommentare schreiben, wo man das findet. Wenn ich das nicht finden würde, dann würde ich euch natürlich auch fragen. Ich möchte ja auch ein bisschen selbst erkunden. Also heute haben wir einen neuen Mitarbeiter bekommen, der wir da eingestellt haben. Und gleichzeitig wohnt er jetzt auch da hinten. Und des Weiteren, ja, für die nächsten müssen wir dann auch wieder gucken wegen dem Haus. Aber ich möchte hier da irgendwas noch ein bisschen hier verschönern. Wir machen noch eine Hütte mit Veranda. Machen wir das teuerste hier eigentlich mit 51 Holz, wo wir brauchen. Das hier eigentlich wäre eigentlich auch eine große Hütte, aber ich glaube, wir machen die mit Veranda. Ich denke, wir werden das einfach mal hier an den Anfang platzieren, wo ich jetzt gerade auch bin. Und werde dann nachher hier auch ein bisschen umbauen, wahrscheinlich was die rechte Seite angeht. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt hier mal aufbauen. Weil da hinten können wir nämlich auch dann noch Sachen da noch hin tun. Und probieren das Ganze jetzt mal dann aus. Ich hoffe, die machen hier mir das Zeug sehr nicht kaputt. So, machen wir das so. So. Hey, wieso geht das nicht? Jetzt, irgendwas liegt da noch. Da ist eine Spitzhacke. Na, Stufe 1 von 8. Na, jetzt brauchen wir irgendwas Großes, was jetzt hier dazu kommt. Das ist hier. Da haben wir zwei von denen hier. So. Teile austauschen mit. Oh, ich möchte eigentlich ja nichts austauschen. Aber ich möchte es hier aufbauen. Ja. Muss man immer irgendein bisschen warten, bis es hier ein bisschen so grünlich hier wird. Und wenn der Kleine natürlich vielleicht dort steht, dann wird das ein bisschen schwierig. Okay, jetzt hat es geklappt. So, und jetzt die Seite hier noch. Ja.
die Säule hier. So, kommst du? Okay, ist immer schön, wie das so, so ein bisschen so auch einklingt, damit das hier ein bisschen auch schneller geht. Und dann haben wir noch so irgendwelche Säulen auch noch hier. Und die hier, zwei Stück. Ja, irgendwo ist nochmal eine. Irgendwo gehört noch eine Säule hin. Oh nein, Wände hier. Ja. So, hier noch einmal. Und hier noch einmal. Cool. Und ich hatte recht, es ist hier noch eine. So, cool, hätten wir die Stufe 3 auch abgeschlossen. Dann haben wir noch weitere Wände, die hier dazu kommen. Ist eigentlich noch krass hier, das Ganze hier, dass man dies alles, wisst ihr, dass man das alles so einzeln aufbauen muss. Und nicht irgendwie so, ja gut, ich habe hier die Dings da, die, das Holz dazu und so, ja. Es baut sich einfach alleine schnell auf. Muss ja wirklich hier sich die Zeit dafür nehmen, das Ganze hier zuerst so ein Gerüst hier aufzubauen, ne? So. Aber mit der Zeit hat man den Dreh da schon raus, das geht schon. Meine, die Entwickler, die möchten ja, dass wir hier daran auch ein bisschen Spaß hier haben an diesem Bauzeugs. So. Und dann hier haben wir noch einen Teil da oben. Können wir auch noch schnell anbauen und auf der anderen Seite hier da hinten noch schnell hier. So, wenn es gehen würde, nein, ist was anderes hier. Da haben wir noch was, so, und dann irgendwo. Ja, das ist ja an der anderen Seite, ist hier noch komplett noch her. So. Und da hinten haben wir es auch noch und die Vorderseite hier noch was. Okay. Und dann hätten wir Stufe 6 von 8 abgeschlossen. Weil das habe ich jetzt noch nie gebaut. Weißt du, wenn ich etwas noch nie gebaut habe, dann kann ich euch das hier am besten so zeigen. Aber irgendwann wird es dann wahrscheinlich dann auch so sein, bei so Sachen, wo ich schon mal gebaut habe. Wie komme ich denn da hin? Hey, das ist ein Riesenteil da hinten, ne? Also was glaube ich mal das her. Ja, gibt es hier irgendwelche Bautipps oder so, irgendwie, dass das hier ein bisschen leichter geht? Ist ja richtig groß. Also, dass ich irgendwo dann nachher draufsteigen muss. Dass ich da besser hinkomme. Das ist ja Wahnsinn da mit der Zeit. Bitte. Vielleicht muss ich mir so eine Leiter oder so dann auch mal bauen oder so. Sonst kommt man da gar nicht richtig dahin. Weil ich das alles irgendwo nach hinten da stellen muss. Aber ich habe es hingekriegt. Das ist schon mal gut. Haben wir noch hier zum Schluss noch was Kleines? Das letzte Teil, wo kommt das hin? Ah, da oben ist noch irgendwas. Ja. So. Hütte mit Veranda bauen abgeschlossen. Also mit der Veranda meinen sie eigentlich das hier da vorne, ne? Ich hätte natürlich auch das Haus hier ein bisschen, also die Hütte da noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen können, aber ich lasse es jetzt mal so sein. Weil das Coole ist, jetzt da hinten, da kann ich natürlich jetzt auch Sachen reintun, wie zum Beispiel dieses Sägezeugs da. Weil dann ist es natürlich hier von dem Regen geschützt. Das ist hier meine Main-Hütte, dann nachher wird zum Arbeiten. Das ist nämlich viel besser als irgendwas so ein komisches Zeugs hier, ey. So, ich habe jetzt das Sägewerk hier schnell auf der rechten Seite zerstört. Ich hoffe, mein Kumpel da, der das jetzt irgendwann die ganze Zeit gebraucht hat, ist nicht wütend auf mich. Weil das stellen wir da schön hier hin. Hier auf die rechte Seite am besten. Sehr schön geschützt ist da hinten. So, jetzt kann er da nämlich hier weiterarbeiten, falls er noch den Platz findet oder ich mit ihm neu reden muss. Obwohl, der ist jetzt hier abgehauen. Junge, ich habe was Geiles hier gebaut. Was ist hier los? Was ist hier los? Gibt es hier Probleme? Gibt es hier Probleme? Hallo, ich bin Leonardo von den Turtles. Ich bin hier eigentlich der Anführer. Was ist hier los? Mit Aura reden. Ja, wo ist der andere hin? Da, komm mal schnell. Siehst du, da hinten ist was Neues. Mal schauen. Sagst du? Oder sie, Zündi, komm. Okay, also die labern da die ganze Zeit hier. Wie geht es dir? Lass uns über Jobs reden. Muss ich ihn wieder neu anstellen? Hilf dem Dorf, hör auf mit der Arbeit. Hilf dem Dorf, Ressourcenjobs. Sammle Ressourcen, verarbeite Stein. Also eigentlich ist er, glaube ich, noch seinen alten Job, meines Wissens. Warum, was macht er jetzt? Läuft er jetzt hin? Sieh an, da vorne ist die Sägewerkbank, genau. Super. Und ich hoffe, die ist jetzt da vor Regen geschützt, dass ich die ganze Zeit noch benutzen kann.
So, die Werkbank haben wir jetzt nämlich hier auch nochmals. Ich weiß nicht, ob ich da im Abstand lassen soll oder nicht, aber das kann man ja mit der Zeit dann auch wieder neu ein bisschen da gestalten, wenn man möchte. So, jetzt haben wir hier nämlich hier die Sägewerkbank und noch was anderes. Coole Sache. Vielleicht könnten wir da hinten noch was dann nachher hinstellen. Weil wir haben nämlich hier noch was anderes, nämlich so ein Grill und so eine Dings hier. So ein Spinnrad. Ein Grill wäre natürlich auch noch nice. Der Grill, der brauchte da Granit. Den hätten wir da auch. Und ich meine, das Schöne ist da hinten, wie schon gesagt, so ein bisschen so andere Sachen. Und der Grill lädt man ja eigentlich da draußen. Und durch das, dass wir hier die Veranda haben, können wir das natürlich ja mega schön hier auch platzieren. So, für die Leute, wo ein bisschen hier was machen möchten und so, die können sich hier an den Grill hinstellen. Ich hoffe, ich habe ihn auf die richtige Seite da platziert. Da ist so ein Lichtchen da vorne noch. Vielleicht habe ich ihn verkehrt platziert, ich weiß es nicht. Grill benutzen. Oh, gut. Man kann ihn nur von einer Seite benutzen, das ist ein Witz. Also habe ich ihn eigentlich verkehrt platziert. Das heißt, ich muss ihn schon umplatzieren. So ist es, glaube ich, besser, ne? Weil ein Grillmeister steht ja davor, der Leute da vorne, ne? Wenn die das Publikum kommt. Aber wenn man natürlich hier noch da reinläuft, dann muss man natürlich immer da vorne hinstehen, anstelle von der Seite. Aber ist jetzt auch egal. Was kann man denn hier überhaupt machen mit diesem Grill, Leute? Man kann hier gegrilltes Fleisch zubereiten. Okay. Und hier hat man kann gegessen werden, um heilt senkt den Hunger auch noch. Frische Mais von Strunk. Und ein Spiegelei kann gegessen werden und heilt senkt den Hunger. Okay, verbrennt es nur nicht. Okay, krass, muss man auch ein bisschen aufpassen. Rezept zuweisen. Ah, hier so ein bisschen Fleischchen hier machen. Und dann wird das hier verarbeitet. Richtig cool, hä? Es geht aber hier ein Weilchen, ne? Sag mal hier. Hier gar nichts auf dem Grill. Ja, einfach so abgebildet. Da wäre es natürlich geil, wenn man eine Animation auch noch sehen würde. Das wäre schon noch cool. Der Grillmeister Leonardo. Eigentlich müsste hier Michelangelo stehen. Michelangelo ist mehr so derjenige, der kocht. Da nehmen. Okay, jetzt habe ich das Fleischchen da, oder? Ja, ihr da oben. Cool. Kann gegessen werden und halt senkt den Hunger. Coole Sache. Sehr wichtig auch für euch zu wissen, ne? Ja, also auf einer Seite denke ich, vielleicht brauche ich dann nochmal so eine richtig, so eine Veranda oder so irgendwie für die Truhen. Aber ich denke, wir lassen das mal bei dieser Folge. Für das erste, jetzt haben wir auch wieder ein Upgrade so eigentlich begonnen mit diesem komischen Teil, aber das war ja nur am Anfang zur Verfügung. Und jetzt, so wie es jetzt aussieht. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wie schon gesagt, das Dorf-Upgrade, das werde ich dann sicherlich in einer anderen Folge auch noch machen. Wir haben jetzt auch einen neuen Mitarbeiter, der arbeitet hier fleißig. Geil! Läuft. Da braucht man halt ein bisschen Zeit, auch um immer dieses Holz da zusammen und so. Oder hier zusammenzubauen, aber das ist halt das Spiel. Gut, wenn es euch gefallen, lasst mir noch einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal.